Ja, Leute, manchmal ist es so, ich weiß nicht, ob das bei anderen Taktikarten auch das Problem ist. So, ich gebe jetzt mal auch noch die Plombe, dann können wir schon mal hier langsam anfangen. Na? So, moin, herzlich willkommen zum neuen Video. Carsten und ich fangen jetzt an, LKW zu beladen. Wie ihr seht, es ist nass. Auf dem Feld ging nicht wirklich was. Vormittag haben... Bitte? Jeden Tag fährt er sich fest. Bisschen Shampoos streuen ging und ansonsten sind heute drei LKWs angesagt. Das ist Nummer 1. 1, 2, 3. Die drei Züge kommen weg und anschließend wollen wir die ganze Belana hier rausstellen. Da kommt nämlich Montag und Freitag was weg. Plan ist wie folgt. Carsten macht gerade den Elektrostapler fertig. Er stellt mir Kisten raus und ich schmeiße sie direkt rauf. Dadurch sind wir einfach am schnellsten. Das hier quasi die ganze Zeit ab. Carsten stellt die Kiste raus, ich schmeiß sie rauf und die leeren kommen dahin und danach werden die alle weggestellt. So, da bin ich wieder am nächsten Tag und ja, gestern muss ich sagen, habe ich die Kamera gar nicht mehr angemacht. Wir waren dann mit den drei LKWs fertig irgendwann. Ich meine, wenn ihr jetzt nach oben guckt, ab um 10 ist auch wieder Regen angesagt. Das ist jetzt irgendwie auf einmal ganz schöner Wetterumschwung. Das gute Stück hatte ich auch fertig gemacht, extra für den Tag, als eigentlich die Leute vom ZDF kommen wollten. Die haben nämlich auch gesagt, die wollen mich unbedingt Motorrad fahren sehen. Das wird in den nächsten Vlogs auch nochmal eingesetzt, aber dann warte ich, bis besseres Wetter ist. Jetzt ist erstmal Plan, Striegel ab, Rollhacke an. Ja, und dann so vorm Regen gucken, ob man die Flächen einmal befahrbar kriegt. Ist abgeschlossen. Wo wir vor einer Woche waren, wo es nicht geklappt hat. Das Ding ist, ich bin so ein bisschen mit mir am Hadern. Eigentlich ist es scheiße, vorm Regen mit der Rollhacke durchzufahren. Wetterradar sagt aber, dass gar nicht so viel Regen kommt. Deswegen, wir entscheiden das alles relativ spontan. Striegel ist aber so oder so fertig. Dementsprechend kann der so oder so ab. Schön. Gelbe Schüssel habe ich mir auch noch geholt. Ja, Leute, manchmal ist es so, ich weiß nicht, ob das bei anderen Fabrikaten auch das Problem ist. John Deere will irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Minuten lang diesen Bildschirm laden. Kleiner Tipp, wenn das bei euch auch so ist und euer Gewicht unten ist und ihr quasi warten müsst, bis ihr diesen ganzen Kram entsperren könnt. Unterlenkersteuerung hier vorne sollte funktionieren. Da muss man eine halbe Stunde warten, bis dieser Computer in die Fett geladen hat. Mal gucken, wann das hier fertig ist. Ich habe aber jemandem noch was versprochen. Ah, da haben wir es. Okay, gut. Ich habe noch einen. Oh, da freut sich aber jemand. Und zwar wollte Paula nämlich auch mal mitkommen. Ne? Irgendwann ein bisschen Trecker fahren wieder.
So, das Ding ist nämlich, ich weiß nicht, ob Pöttinger das ein bisschen knapp bemessen hat, diese Stütze und diese Führung für die Stütze. Das ist irgendwie ein bisschen eng alles. Keine Ahnung, ob die vergessen haben, ob Farbe rankommt und auch hier Innenfarbe. Naja, wenn ich jetzt den Schraubenschlüssel zwischenstecke, dann habe ich halt die Möglichkeit, gleichzeitig hochzuheben. Wenn ich jetzt nur hier hochhebe, dann verkantet sich das immer ein bisschen und ja. Denn Paula hat wieder ihren Stock, der kann aber nicht mit. Aber einmal können wir den noch schmeißen. Oh Gott. So, Erwin hat Scheibenegge hinter. Er fährt los, ich habe Goldhacke hinter. Ich fahr los. So, das ist die Fläche, auf der wir vor anderthalb Wochen schon einmal waren. Und hier hinten, da waren wir gar nicht so schnell. Aber da haben wir trotzdem allen möglichen Scheiß rausgeholt. Also ich meine den Dinkel, ne? Das ist halt, wenn der Boden zu nass ist, kannst du auch so langsam fahren, wie du willst, dann reichst du alles raus. Trotzdem probieren wir es nochmal. Irgendwie haut das hier mit den Spuren nicht so ganz hin. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Schüssel immer wieder abgenommen wird und man eigentlich neu kalibrieren muss. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, scheint trotzdem zu gehen. So, wenn man hier schon vorne rausguckt, sieht man schon, wie die Fläche auch wieder in Pause übergeht. Das ist auch eine Fläche, die wir letztes Jahr früher hatten. Nicht hinterhergekommen sind. Wir haben jetzt 6 oder 7 Mal gehackt und danach war alles voll mit knutterig. Jetzt das, was man hier größtenteils alles zwischen sieht, ist Kornbügel. So, ab hier wird es jetzt nämlich auch schon wieder kritisch, da kann ich jetzt schon den Oberlenker wieder kürzer machen. Hier vorne sehen wir auch schon am Boden, dass hier so ein nasses Loch ist. Guck mal, hier läuft nicht mal richtig Unkraut auf. Da vorne läuft ja mehr Unkraut. Deswegen ich fahre jetzt richtig schön langsam, piek den Boden einfach nur an. Aber ich bin auch ehrlich, ich belasse es bei dieser einen Spur. Vielleicht, wenn es da hinten besser aussieht, fahre ich noch zurück. Mal da hinten irgendwo in der Mitte und gucke, ob es da besser aussieht.
wegen dem Regen, der jetzt gleich kommt. Gut, das ist extrem nasse Loch. Sieht auf der Kamera ein bisschen blöd aus, aber ich bin da mit 2 km/h durch, ich habe nichts rausgerissen. Und ich bin ehrlich, ich glaube, ich mache hier doch erstmal weiter. Irgendwann wollen wir hier halt auch mal mit Gärresten rauf und denen mal ein paar Nährstoffe geben. Falls aber hier einfach wahllos irgendwo in der Mitte rein, um mal zu gucken, wie der Rest der Fläche so wirkt. Mensch, hier ist es kommt ab. Da vorne die kurzen Bahnen werden auch nochmal interessant. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich hinkomme. Der Regen wird von da kommen. Ja. Probieren geht über Studieren. So. So viel dazu. Das ist immer noch die erste Bahn. Kraut ist hier, obwohl, ja, weiß ja nicht, ein bisschen angelockert. Wenn es jetzt nicht regnen würde und das jetzt schön abtrocknen würde und ich hier in 2-3 Tagen nochmal hin könnte zum Striegeln, das wäre so perfekt. Allerdings ist hier die Fahrgasse oder Fahrspur, nicht Fahrgasse, ein bisschen mehr mitgenommen. Ich weiß nicht, wie die jetzt aussehen würde, wenn ich da mit dem Striegel durchfahren würde. Also, wenn es nicht regnen würde. Zur Info, ich bin 2 km/h hier gefahren. Da vorne bin ich ungefähr 5-6 gefahren. Das ist zu schnell. Das seht ihr direkt an den Fahrspuren. Ziemliche Kacke. Und das Problem ist auch noch, dass die kurzen Bahnen da hinten noch nasser sind. Ich bin auch ehrlich, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Ne? Das ist das zweite Jahr jetzt mit der Rollhacke. Letztes Jahr waren ganz andere Bedingungen. Das heißt, wir probieren uns selber hier auch noch aus. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das alles so richtig ist. Ob man nicht doch lieber warten sollte, Regen abwarten. Aber wann willst du denn noch rauf? Also Güllefass hat auch nochmal ganz andere Gewichte. Da muss vorher der Boden irgendwie ein bisschen abtrocknen, bis wir da hier raufkommen. Und irgendwann willst du hier auch mal ein bisschen was raufkriegen. Ach Mann, Alter. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie... Ich meine, ich bin hier vor Ort, aber trotzdem, wie ihr anhand des, was ihr so von Video mitkriegt, wie ihr es machen würdet. Voll auf ab! So, Rollhacke ist zusammengeklappt. Die ersten Tropfen kommen und es sieht auch noch schlimmer aus. Ich habe jetzt einen kleinen Versuch angelegt. Optimaler wäre natürlich ein Streifversuch, damit man genau sehen kann, wie viel das bewirkt. Aber Streifversuch macht in dem Fall jetzt keinen Sinn, weil wir ja mit dem Güllefass rauf wollen. Ich habe jetzt die eine Bahn in der Mitte von da aus bis nach hier alles gemacht. Ich wollte erst noch ein bisschen weiter nach da. Aber das sieht man von jetzt nicht. Ich habe da teilweise dann doch eine blöde Spur gezogen. Ja. Gucken, wie sich das jetzt die Woche entwickelt. Auch der Part da hinten, habe ich ja gesagt, ist deutlich nasser. Vielleicht kriegen wir zumindest die Langbahn fertig mit Substrat übergefahren. Ich fahre jetzt noch zu einer anderen Fläche, die wird nicht gehen. Aber ich will mal hingucken. Mit meinem kleinen Handybildschirm. Er kennt es jetzt nicht, aber ich glaube doch, dass es rüberkommt. Da steht noch komplett Wasser. Da ist ein riesen nasses Loch, wo es komplett versoffen ist. Da wird auch noch nichts gehen, also die komplette Bahn da lang. Die Fläche geht da hinten weiter, da wird es nicht anders sein. Diesen Part habe ich letzte Woche bearbeitet, der war ganz, ganz grenzwertig. Ja. Das wird ja heute ein Dümpeltag. Ja, ich kann es nur noch mal wiederholen. Der Punkt, weswegen ich das da gerade eben gemacht habe mit der Rollhacke, ist wirklich einfach nur, dass wir Nährstoffe rankriegen. Es kann sein, dass ich neue Unkräuter zum Keim angeregt habe. Es kann sein, dass ich, oder ich habe ein paar rausgerissen. Ja. Versuch ist es wert. Wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause. Ja, früh am Morgen gleich Meisterleistung gemacht. Video aufgenommen, Mikro nicht angehabt. Es ist zu Hause. Es ist zu Hause, Digga, was ist denn? Wir sind zu Hause, aber auch gleich einen Tag übersprungen. Wir haben mittlerweile schon Sonntag und wollen Biogasanlage einmal voll schmeißen. Wie ihr seht, das Wetter hat die ganze Zeit unglaublich bewölkt. Nachher ist auch noch mal Regen angesagt. Gestern war auch die ganze Zeit Regen. Und ja, ganz richtig, heute ist der Sonntag, an dem das Video rauskommt. Sprich, ich muss mich ein bisschen beeilen, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, das Video zu cutten. Deswegen habe ich mir auch Hilfe geholt. Paula! Da ist er.
Ne? Schnelle Hände machen viele Ende. Junge! Also es ist heute noch früh am Morgen, ne? Deswegen verzeiht mir. Viele Hände machen schnelles Ende. Und wenn wir nämlich Biogasanlage gleich voll haben, die Werte alle aufgeschrieben haben, dann werde ich euch einmal zeigen, was Carsten, Konrad und Erwin gestern so gemacht haben. Weil auf dem Feld ging nämlich nicht wirklich was. Wir haben ein bisschen versucht mit Shampoos zu streuen, da eine Fläche ging, aber das war es dann auch. Wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir mit der alten Möhre hier den Fütterer ein bisschen voll kriegen. Bist du ein bisschen früh losgesprungen, ha? Ja, ja. Junge, was piept das Ding bloß immer so? Ja, ganz genau. Ich mache mir teilweise diesen dämlichen Mehraufwand. Bin jetzt auf den Radlader gegangen, habe die Kamera raufgemacht, wieder runter, um dann nochmal raufzugehen. Alles für das Video. Paula, weißt du, was mir aufgefallen ist? So werden wir auch nicht schneller fertig, ne? Wollen wir es so machen, dass du eben Anlage voll machst und ich schreibe die Werte auf? Okay, machen wir so. Halt! Ich wollte doch Werte aufschreiben. Hier, komm rauf. Super. Und zack. So. Du machst das schon, ne? So, dann müssen wir jetzt nur noch in den BHKW-Raum. So, machen wir mal Tür wieder zu, dann hört man mich auch. Dann sind wir nämlich auch fertig mit Wert aufschreiben. Wollen wir mal gucken, wie weit Paula ist. Ach Mensch, gerade fertig oder was? Optimal, ach so. Zettelage noch weglegen. Euha! Jawoll! Gut, dann müssen wir den Fütterer noch anschmeißen. Ey, ihr merkt, was für ein Kinderkram ich hier mache. Ich sollte eigentlich mal mich mal Warner Brothers oder so bewerben. Mit meinen komischen Ideen und den Cuts, die ich immer mache. Na gut, 28 Tonnen haben wir drin. Ist jetzt 9 Uhr. Wenn ich will, dass der Fütterer morgens, also am nächsten Tag um 8 Uhr fertig ist, dann sind es 23 Stunden. Dann fangen wir jetzt mal an zu rechnen. So, 28 Tonnen durch 23 Stunden sind 1,2 geteilt durch 2 sind 608 Kilo. Warum nochmal geteilt durch 2? Weil der Fütterer im Intervall von einer halben Stunde füttert. Genau, und jetzt geben wir das hier einfach ein. Und das war's schon. Jetzt seht ihr, der Fütterer fährt ein bisschen los. Wir haben hier nämlich einen Sensor, wenn der dagegen fährt, ist der an der Rückwand und dann macht er nämlich nichts. Jetzt hat er erstmal einfach nur die Brand ein bisschen vorgefahren und dann würde er auch gleich loslegen mit dem Füttern. So, abgeschlossen ist hier alles. Wir gucken einmal zu den Treckern. So, und zwar habe ich mir extra Schlüssel geholt. Die sind hier immer abgeschlossen, damit ich euch das mal zeigen kann. Ist nicht alles Fassade. Guckt euch an, wie dreckig der Trecker von außen ist. Ja, jetzt, nee. Paula, wir machen gerade Feierabend. Geht nicht nochmal los. Oh. Das war wohl nix. So. Einmal bin ich hier schon gefahren, deswegen sind hier wieder Fußspuren. Aber guck mal. Richtig schön sauber, das Ding. Paul, ich komme gleich wieder runter. Ah, und das Problem ist halt, ich kann es nur nochmal wieder sagen. Unser Kercher ist kaputt. Baut keinen Druck auf.
Und ja, ich bin eigentlich im Kontakt mit denen, aber irgendwie kommt da relativ wenig zurück. Mal gucken, wann wir das erstmal wieder unsere Trecker von innen richtig von außen richtig sauber haben. Und das ist natürlich nicht nur ein Einzelfall. Auch der hier, schön sauber. Und der hier riecht auch noch. Carsten hat hier, das ist ja Carstens Trecker, ne? Das ist ja der 6210er. 99% der Zeit hat Carsten den und der hat sich da so eine Duftkugel reingehauen. Genau, damit die Kommentare dann mal aufhören, wie die Trecker von innen aussehen. Ja, also mein Trecker, den hatte ich ja letzten Block schon sauber gemacht. Erwins Trecker steht da vorne. Der ist auch schön sauber, der geht sogar von außen. Der glänzt ja sogar richtig, wenn er da so steht. Naja gut, Leute, ihr merkt, ich muss rein. Video fertig schneiden, damit ihr das heute noch bei YouTube gucken könnt. Und dementsprechend beenden wir das Video hier. Paula und ich gehen jetzt wieder rein. Vielen lieben Dank, dass ihr das Video bis hierhin geguckt habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oder bei Twitch Livestream, da bin ich jetzt immer öfter live. Link unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt. Schnelle Hände machen viele Ende.